Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Sorry, wollte jetzt nicht nochmal anfangen. Im letzten Part haben wir eine neue Technik bekommen. Die Technik. Sorry. Und zwar können wir nun den Tornado-Stoß mit dem Wolkenvogel einsetzen. Und der ist so cool, wie er sich anhört. Und wir müssen zum Himmelsgeist Narisha. Denn nur er weiß etwas über das Triforce und wie wir es bekommen können. Denn Zelda hat uns nämlich im letzten Part offenbart, dass sie in Wirklichkeit die Göttin Hylia ist. Und wir der auserwählte Held sind, der sie retten muss. Was ist los? Du siehst so aus, als ob dich etwas bedrückt. Nun... Narisha? Ich kenne Narisha recht gut. Ich bringe ihm jedes Jahr eine große Portion meiner Kürbissuppe. Doch vor einiger Zeit tauchte plötzlich diese gigantische Sturmwolke auf. Deshalb konnte ich Narisha dieses Jahr leider noch keine Suppe bringen. Ich bin echt untröstlich. Wirklich? Du würdest Narisha etwas mit meiner Suppe bringen? Es ist mir zwar schleierhaft, wie du mit deinem Wolkenvogel durch diese Sturmwolke fliegen willst, aber da er schon länger keine Suppe mehr hatte, werde ich dieses Mal sie besonders gut würzen. Warte, ich werde mich beeilen und in Windeseile was Leckeres zusammenbrauen. Hier ist sie. Ich koche nun schon seit Jahrzehnten, aber dies ist wohl wirklich die leckerste Kürbissuppe, die mir je gelungen ist. Und er achtet gar nicht drauf. Und sorry, falls ihr im Hintergrund irgendwas hören solltet. Gibita, ich werde nach dem Roboter suchen. Rufen. Verehrte Fai, ihr habt mich gerufen? Hier bin ich. Wie es dem Typen einfach scheißegal ist, dass gerade vor ihm ein Geist steht. Eine wirklich schwere Ladung dieses Mal, aber es geht in Ordnung. Ich schaff das. Ich warte draußen auf dich. Gib mir einfach Bescheid, dann folge ich dir überall hin. Normalerweise biete ich Narisha meine Suppe auf einer kleinen Insel innerhalb der Sturmwolke dar. Du kannst sie gar nicht übersehen. Über ihr schwebt ein Regenbogen. Viel Glück. Ja, das ist zugleich auch meine Lieblingsinsel in der Sturmwolke, einfach weil es da um die ganze Insel rum Herzen gibt. Kein Spaß, um die ganze fucking Insel gibt's Herzen. Gut, im Hard Mode ist es eben nicht der Fall. Weil es da ja keine Herzen gibt. Ja, das ist auf jeden Fall der Tornadosturm, der ist irgendwie ungewohnt, sagen wir es mal so. Aber wir sind jetzt schneller. Und es ist ganz schön, finde ich, dass man nochmal etwas mit dem Wolkenvogel anstellen kann, weil das ist zwar das besondere Feature von dem Game, ja, aber irgendwie, das geht irgendwie völlig unter. Das haben sie echt nicht gut gelöst, das muss man einfach mal so sagen. Das Spiel an sich ist, finde ich, recht gut geworden, ja. Aber einfach die Tatsache, dass man mit dem Vogel einfach so verdammt wenig gemacht hat. Es ist schön, dass sie jetzt überhaupt nochmal irgendwas mit dem Vogel gebracht haben, vermutlich weil sie es selber eingesehen haben, dass mit dem Wolkenvogel mit dem besonderen Feature, dass man im Wolkenmeer durch die Gegend fliegen kann, einfach viel zu wenig gemacht haben. Man kommt zwar nur so von A nach B, aber das ist halt einfach zu wenig, meiner Meinung nach. Und das habe nicht nur ich so gesehen, das sehen sehr, sehr viele Leute so. Und Nintendo hat ihr Versprechen gehalten und haben... Ja, da vorne ist sie. Und haben das nachfolgende Konsolengame auch dementsprechend gestaltet. Ja. 200 Stunden Spielzeit, weil man die ganze Zeit von A nach B laufen muss. Ja gut, ne? Ja, und da sind wir. Narisha. Wir kommen.
Dankeschön, Drapo, und dich werden wir echt aufgeschmissen. Ich stelle die Kürbissuppe mal hier ab, okay? Das ist ein komischer Ort. Ich habe das Gefühl, dass hier gleich irgendwas ganz Großes erscheint. Ja. Aus dem regnet's hier. Nicht so schön. Ich mache mich dann mal vom Acker. Ciao. Ja, danke. Er hatte recht. Und das für ein Roboter, der nichts fühlt. Was zum... Was zum... Was ist das? Das muss er sein, Narisha. Aber der sieht echt nicht so schön aus. Schaut euch mal seine Augen an, wie rot die glühen. Großer Himmelsgeist, Narisha. Moment. Der kann nämlich ganz schön böse sein teilweise, aber ich bin nicht wirklich bisher gegen den gestorben. Ich bin noch nicht gestorben gegen ihn, zumindest nicht in dieser Phase. Es gibt nämlich zwei Phasen, gegen den zu kämpfen. Natürlich die Augen zerstören, das... Was sonst, ne? Die Viecher da, die sollen, glaube ich, ihnen auch nur ein klein wenig Schutz gewähren. Ah, schade. Man darf ihn übrigens nirgends berühren, nicht mal am Schweif. Denn dann verliert man schon ein Herz. Wenn man einmal getroffen wird, ist es sehr schwer, nicht nochmal getroffen zu werden, wie ihr gerade gemerkt habt. Also man sollte sich so wenig wie möglich von ihm treffen lassen. Ist aber, glaube ich, nur noch ein Auge übrig, ne? Ja, tatsächlich. Boah. Das Auge ist natürlich am blödesten. Au. Ihr seht schon, wo das hinführt mit dem. Vor allen Dingen, der ist so viel schneller wie wir selber. Nein, verfehlt. Mann. Mann, wo ist denn dein Auge, ey? Au. Habe ich gerade zwei Herzen verloren? Ich weiß es echt nicht. Das Auge ist wirklich ekelhaft. Stimmt ihr mir, glaube ich, zu, oder? Also nicht nur vom optischen her, sondern auch wie man es erwischt. Alter, ey. Das Auge hat so eine ekelhafte Platzierung. Das ist so schlimm, die Steuerung hier. Ich weiß... Ja, endlich! Nicht, wie man es erwischen soll, aber jetzt habe ich es durch Glück irgendwie getroffen. Was zum Fick ist das? Ekelhaftes. Wisst ihr gerade, wie ich erschrocken bin, weil gerade der Boden vibriert hat? Wegen der Baustelle nebenan. So. Was bist du? Du hast dich also breit gemacht hier, ne? Fauläugige Riesenparasit irgendwas. Manchmal seinen Namen nicht lesen. Wie heißt das Viech? Baras Baras. Dieser gewaltige Parasit, den man auch Riesenparasit nennt, hat Narisha befallen. Er kontrolliert seinen Wirt vollständig und steuert ihn nach seinem Willen. Keine Details. Dies sind alle Daten. Ja, toll. Ja, ich weiß. Aber so lange werde ich ganz sicher nicht brauchen. Au, fuck. Mann.
Okay, ich habe auf jeden Fall keine Pfeile mehr. So, wir müssen auf jeden Fall seine komischen Ecken, seine komischen Teile da erwischen und dann auf sein Auge drauf, beziehungsweise sein Auge treffen. Klatsch, genau so muss es laufen. Und dann landet er auf dem Boden und wir können ihn schön so zerfetzen. Leider regeneriert er sich auch relativ schnell wieder. Zack. Und am besten dann hier rüberstellen, dann kann er mir gar nichts mehr. Zack. Wieder getroffen. Schön. Bis auf die paar Treffer bis jetzt. Man kann es, glaube ich, auch verschnellern, wenn man einen Bogen hat. Aber erstmal Pfeil und Bogen haben. Ne? Bogen haben wir zwar, ja, aber mit Pfeilen kann ich leider gerade nicht dienen. Tut mir leid. Zack. Nochmal schön getroffen. Du hast nicht den geringsten Hauch einer Chance. Ja, ich glaube, jetzt bist du wütend. Ja, aber wirklich schwer ist der jetzt auch nicht. Oh Mann. Ey, das ist so schlecht einzuschätzen. Danke. Boah, wie schon sein Auge grün leuchtet, ne? Boah, seht ihr das, wie grün das schon ist? Das ist ja schon ekelhaft. Aber gut. Was will man sonst da sagen, ne? Ich meine, das ist schließlich Säure. Ja. Auge verätzt, genauso wie der Rest von ihm. Ekelhafter und schmerzvoller Tod, aber man muss schauen, wo man bleibt, ne? Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, er stürzt ab, nein! Oh Gott! Scheiße! Nein! Nein! Bisher ist doch keiner mehr unter der Wolkendecke rausgekommen! Aber der Regen hat sich gelegt. Boah. Puh. Mir ist ja doch nochmal alles irgendwie gut gegangen. Du warst es, der mir meine geliebte Kürbissuppe brachte. Und du hast mich von diesem Monster gerettet, das meinen Geist und meinen Körper befallen hat. Und der Geruch von meiner geliebten Suppe hat mich hierher geführt. Ich danke dir, Jüngling. Ich bin Arisha, ein Diener unserer Göttin Hylia, und ich herrsche über das Wolkenmeer. Hm? Ich verstehe, dein Name ist also Yonch. Ein klangvoller Name, fürwahr. Danke. Deine Eltern haben ein gutes Gespür für die bei der Wahl deines Namens bewiesen. Oh, dieses Schwert, die Kraft in deinem Herzen. Bist du etwa der auserwählte Held? Jansch, kann es tatsächlich sein? Wenn dem so ist, kommst du wohl, um mich nach dem Triforce zu fragen. Das ist richtig. Meine Vermutung ist also korrekt. Dann will ich dir etwas erzählen. Wie du weißt, unternahm die Göttin alles, damit das Triforce nicht in die Hände der bösen Mächte fällt. Aus diesem Grund hat sie es im Wolkenlord versteckt, an einem Ort, den niemand kennt. Selbst ich weiß nicht, wo sich dieser Ort befindet, doch die Göttin gab mir einen Hinweis. Es handelt sich dabei um ein Lied für die Lyra, die du bei dir trägst. Es trägt den Namen Heldenlied. Das Heldenlied ist so etwas wie der Schlüssel zu dem Ort, an dem das Triforce verborgen ist. Doch die Göttin hat das Lied in vier Teile, vier Stimmen aufgeteilt. Eine der Stimmen kenne ich. Doch die anderen drei wurden an die erhabenen Drachen des Erdlandes weitergegeben. Du musst die drei Stimmen des Heldenliedes finden, jeweils von den drei Drachen erlernen. Wenn du alle drei Stimmen hast, komm zu mir und ich singe für dich die letzte fehlende Stimme. Hast du verstanden? Besuche die drei Drachen im Wald von Firone, am Vulkan Eldin und in der Wüste Ranel. Klar. Warum nicht?
Erstmal heile ich mich mal wieder. Ja, der hat ein bisschen mehr zugesetzt, als ich dachte. Weil ich einfach nicht getroffen habe. Jetzt 15 Minuten haben wir jetzt rum. Es kann übrigens sein, dass ich mich nochmal ganz kurz cutten muss. Damit ihr das schon mal wissen sollten, tun tätet. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir noch gleich mal runter. Und zwar in, ja. Ich bin mir aber echt gerade nicht sicher, ob ich... Es gibt jetzt halt eine Sache, wo ich halt jetzt schon weiß, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe, im Wald von Firone. Und der schlaue, aufmerksame Typ hat jetzt sicherlich schon erkannt. Also derjenige, der auch das letzte Mal verfolgt, ich will jetzt hier keinen unnötig beleidigen. Aber der hat's schon erkannt. Der Verbannte kommt nochmal. Allerdings wirklich das letzte Mal. Also dann wirklich der letzte Kampf gegen den Verbannten. Das hat sich halt unter Umständen halt relativ schnell, ne? Der Kampf gegen den Verbannten, das ist halt das. Wisst ihr was? Machen wir's einfach. Hör mal auf rumzujammern. Vielleicht kann ich das dann auch nochmal probieren. Mit dem, Goronen. Vielleicht. Wäre schön, wenn's gehen würde. Denn... Das ist halt das letzte Herzteil, ne? Wo mir auf jeden Fall noch fehlt. Weil dann gibt's noch eins. Mit mal. Ups. Wie viele Herzteile? Fehlen mir jetzt noch drei, ne? Ja, drei Stück fehlen mir noch. Dann habe ich wieder ein komplettes Herz. Von zwei Stück weiß ich's, wo das dritte allerdings ist, habe ich nur eine Vermutung. Und zwar hat die dann mit dem Drachen in Ranel zu tun, aber mehr will ich da auch nicht sagen. Okay, Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Im Wald von Firone hat anscheinend eine Veränderung stattgefunden. Ein Absprung dorthin ist momentan nicht möglich. Okay. Moment, ich bin mal wahrscheinlich gleich ganz kurz still, beziehungsweise schneide mich raus. Kann sein. Ich hoffe es nicht. Wäre allerdings möglich. Ja, jetzt versuche ich es auf jeden Fall nochmal. Auf jeden Fall können wir irgendwie nicht in den Wald von Firone, warum auch immer. Ja, ich kann es wieder versuchen. Sorry. Oh, Moment, Moment. Lass ich mal noch, ich rede erstmal mit dem Typen hier. Ein glitzerndes Sechseck, gezeichnet von denen, die größere Reichtümer verlangen. Mehr konnte ich leider nicht mehr in Erfahrung bringen. Wirst du vielleicht daraus schlau? Ja, werde ich. Ja, werde ich. Nun muss ich erstmal wissen, was ich machen muss. Oh, bitte, Zähler als Rubin, bitte! Ja! Große Geröll-Lawine. Das ist also der Reichtum, von dem die alten Schriften sprachen. Mit ihm wird man steinreich. Als Dank für deine Hilfe bei meiner Forschung gebe ich dir das hier. Danke. Die Wände der Göttin regenerieren ihre seltsame Energie nach einiger Zeit. Hilfst du mir dabei, noch genauer zu untersuchen? Ja. Mal gucken. Auf jeden Fall Kohle ohne Ende. Bin ich froh. Ich
Ich bin echt am Überlegen, ob ich das jetzt mit dem machen soll. Wobei, dann könnte man. Du suchst also die drei Drachen. Wenn du das Heldenlied von ihnen gelernt hast, weist es dir den Weg zum Triforce. Pass auf dich auf. Ach so. Ja, ich hab's noch nicht mal ausgelöst. Muss ich noch ganz kurz machen. Und zwar, wir können ja nicht in den Wald von Firone gehen. Durch das, dass Fein uns gerade gesagt hat, dass es nicht geht. Boah, das ist so ungewohnt, nicht einfach so einen Knopf zu drücken und dann mit dem Paraglider durch die Gegend zu gleiten. Warum kommen wir nicht in den Wald von Firone? Kannst du uns vielleicht helfen, Marugo? Die Kraft der Wand. Ja. Aber was ist los? Warum können wir nicht zum Wald von Firone gehen? Du suchst also die drei Drachen und das Heldenlied von ihnen gelernt hast. Weißt du den Weg zum Triforce? Pass auf dich auf. Das finde ich jetzt strange. Oder bin ich jetzt doch zu früh? Nee, bin ich nicht. Huh? Hey Jansch, gibt's denn das? Dieser Kerl ist schon wieder zurück. Einen Moment, ich bringe mich schnell in Stellung. Na geil. Super. Was zum... Oh, gleich geht es los. Keine Panik. Du kennst ja mein mächtiges Katapult bereits. Solange wir das haben, kann uns dieser Koloss keine Angst einjagen. Dieser Kerl ist wirklich mein Schicksalsgegner. Jansch, pass auf, dass er mir nicht zu nahe kommt. Ja doch. Ich sehe aber schon, dass er mir nicht zu nahe kommt. Und ich bin ja wohl wirklich hier mehr Lebensgefahr als du. Beziehungsweise wenn ich sterbe, bist du auch im Arsch. Um es mal genau zu sagen. Und ich hoffe, ich schaff's diesmal im First Try, weil beim letzten Mal habe ich es ja nicht hingekriegt. Keine Augen, ey. Man kann uns nicht sehen. Oh. Da ist er schon wieder. Der Kerl ist nicht klein zu kriegen. Jansch, wir machen das wie beim letzten Mal, was? Jo. Ja, gleich. Sagt Fei. Du hast mich gerufen. Ach so, die wird schon automatisch angezeigt. Ach so. Ja, doch. Und kaboom. Gut. Wir wollten ihn ja nur kurz paralysieren, dann können wir wieder auf ihn drauf springen. Und nochmal, schon das erste Leben abgezogen. Sehr schön. Sehr schön. Was zum... Fliegt der etwa? Was? Jetzt fliegt er auch noch? Er will wirklich direkt zum Tempel. Los, holen wir den Typen vom Himmel. Das ist natürlich ein Problem. Ich weiß nämlich nicht, wie ich es am besten mache. Und klatsch direkt auf die Fresse und der Typ fliegt direkt nach unten wieder zurück in die Mitte. Das ist das Leichteste an dieser Phase. Oder das Leichtere, sage ich jetzt mal. Boah, das war knapp. Mein Katapult hat mal wieder seinen Zweck erfüllt. Und jetzt auf ihn. Beeil dich.
Jo. Ich hoffe, ich schaff's auch. Und zack, und zack, und zack. Sehr schön. Leben 2 abgezogen. Das innerhalb von ein paar Sekunden. Oh, er will schon wieder fliegen. Das gibt es nicht. Arg! Was ist das? Das Beam hat den Weg verschüttet. Ich komme hier nicht weiter. Was tun jetzt? Jan, steig hoch zum Tempel und komm zu mir schnell. Ja. Bardo hat einen Plan, anscheinend. Ich hoffe, dass er auch wirklich einen Plan hat. Boah, jetzt wieder runterfallen, genau. Das wäre, glaube ich, das, was wir jetzt am wenigsten brauchen können. Boah, ist das knapp bemessen. Boah, ist das knapp bemessen. Boah. Hey, Jansch, ich habe alle meine Bomben aufgebraucht. Jetzt bleibt nur noch eins, Jansch. Du musst dich direkt auf seinen Kopf schleudern. Beeil dich, das ist der einzige Weg. Gut. Du bist auf den Katapult. Ziele auf den Siegelstein auf seinem Kopf. Und sehr schön. Jawohl, besiegt. Oh, wir haben ihn zum letzten Mal besiegt. Wie ich die Kämpfe gegen diesen Verbanden hasse. Ich musste jetzt extra aufpassen, um nicht irgendein schlimmes Wort zu sagen. Puh. Sehr schön. Wir haben ihn zum dritten Mal und damit auch zum letzten Mal besiegt. Puh. Los, Jansch. Lenk den Himmelstrahl auf den Siegelstein. Schnell! Ja, doch, ich bin doch schon hier unten. Sehr schön. Die Zeichen sind aber wirklich cool. Da kann man sagen, was man will. Ups. Hab kurz aufgestoßen. Falls man gerade ein komisches Quieken gehört haben sollte. Puh, endlich. Puh, Jansch, das war wirklich knapp. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Ich gehe gleich zum Tempel. Beeil dich und komm nach. Jo. Zum Glück bin ich gerade nach unten gekommen, ne? Ich bin auf den Boden der Tatsache gekommen. Immer dieser Boden der Tatsache. Bin ich auf der falschen Seite. Nerv, Ads, Schnarch. Aber er hat uns diesmal kein einziges Leben abgezogen. Aber gut, das letzte Leben ist wirklich, es ist wirklich am einfachsten von allen Kämpfen gegen den Verbanden. Da ist der wirklich am einfachsten irgendwie. Du hast dieses Ungeheuer ein drittes Mal gebannt. Jansch, Bardo, ihr beide seid wirklich ein gutes Team. Aber die Abstände, in denen dieses Ungeheuer das Siegel bricht, werden immer kürzer. Wir haben kaum noch Zeit. Hast du einen Hinweis auf den Verbleib des Triforce gefunden? Ja. Hm. Du brauchst also diese drei Drachen. Wenn du das Heldenlied von ihnen gelernt hast, weist es dir den Weg zum Triforce. Von hier aus ist der Wald von Firone am nächsten. Es kann nicht schaden, dort nachzusehen. Es gibt allerdings ein Problem. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Irgendwie wurde der Wald von Firone überflutet. Was?
Ich musste das zu unserer Sicherheit das Tor zum Wald verschließen, um zu verhindern, dass das Wasser auch in diesen Tempel überflutet. Du kannst das Tor also nicht öffnen, denn sonst steigt auch hier das Wasser. Jetzt stellt sich die Frage, wie du den Wald von Fione gelangst. Haha, das könnt ihr mir überlassen. Bei dem Kampf vorhin ist mir eine neue Anwendung für mein mächtiges Katapult eingefallen. Wir schießen dich einfach mit voller Kraft direkt in den Wald. Ich bereite alles vor. Komm schnell nach, Jonsch. Okay. Ach, im Grunde ist er ein guter Junge, aber er stellt manchmal meine Geduld ganz schön auf die Probe. Also dann, Jonsch. Gib auf dich Acht. Jupp, werde ich. Das werde ich. Dann wollen wir mal noch in den Wald von Fione gehen, damit wir im nächsten Part dann noch was Bestimmtes machen können. Du willst in den Wald von Fione? Ich kann dir mit meinem mächtigen Katapult direkt hinschießen. Bitte! Na dann, lass mich mal machen. Okay. Ab in den Wald von Fione. Auf geht's. Eigentlich vollkommen absurd. Und genau so absurd ist das hier. Schaut euch mal an, wie hoch das Wasser hier steht. Das ist doch nicht mehr normal. Oder ist das etwa normal? Und die Qs konnten sich wenigstens alle retten. Wenigstens etwas. Wir können ja gleich mal zum Meister gehen. Der kann uns sicherlich sagen, was hier los ist. Oh, du bist es. Ach ja, ich hatte dich gar nicht nach deinem Namen gefragt. So, Jansch also. Ein komischer Name. Dankeschön. Wie auch immer, was kann ich für dich tun? Das Wasser. Hast du gesehen, was passiert ist? Aus dem großen Baum hinter mir kam plötzlich das ganze Wasser geschossen und im Nu war der ganze Wald überschwemmt. Ich weiß nicht, warum das passiert ist, aber so werden wir vielleicht wenigstens die ganzen Monster los. Ja. Oh. Oh, mir fällt da gerade ein, was ich vergessen habe. Ja. Ja. Wo war denn mal der Eingang? Moment, ich muss selber mal ganz kurz mal schauen. Das muss ich erstmal wieder an Land. In die Luft. der Eingang war irgendwo hier, richtig? Ja, da vorne. Wenigstens können wir so lange unter Wasser leben. Oder atmen, besser gesagt. Vor allen Dingen unter Wasser atmen, ne? Wer kennt's nicht? Mache ich auch immer regelmäßig in meiner Freizeit unter Wasser atmen. Dann gehen wir mal nochmal durch den großen Baum. Mal schauen, was diesmal dafür verantwortlich ist, dass wir hier rein müssen. Das letzte Mal war es ja der Q-Einsiedler. Den wir oben auf der Spitze gefunden haben. Der ganze Wald steht unter Wasser. Ja, ehrlich. Merkst aber früh. Was ist denn los? Warum seid ihr überhaupt hier? Der Wald ist überschwemmt. Ihr sagt mir nur Sachen, wo ich eh schon weiß. Vorsicht, Vorsicht, die Strömung hier ist zu stark. Nimm besser den oberen Ausgang. Okay. Da oben hört das Wasser auf, Gott sei Dank. Da ist der Kirre.
Boah. Was zum... Wer wagt es, diese heilige Stätte ohne meine Erlaubnis zu betreten? Hi. Aber bist du nicht das Menschenkind, das mir zuvor geholfen hat, Jonsch? Lass dich ansehen. Du bist gewachsen, seit wir uns zuletzt begegneten. Nun, du bist fast ein Mann und das Schwert auf deinem Rücken. Ich sehe es. Du bist tatsächlich der Auserwählte der Göttin. Du begehrst, was die Göttin mir anvertraute. Die Stimme des Heldenliedes. Bist du deswegen gekommen? Ich verstehe dein Begehr, doch so einfach sollst du es nicht haben. Dir steht eine weitere Prüfung bevor. Gerade eben habe ich den gesamten Wald überschwemmt, um ihn von den Kreaturen des Bösen zu reinigen. In diesem überfluteten Wald soll deine Prüfung nun stattfinden. Bestehst du diese Prüfung, so sollst du meine Stimme des Heldenliedes als Belohnung erhalten. Okay. What the... Was passiert hier? Da oben. What? Die Stimme, die du suchst, wurde aufgeteilt in Melodien, die im Wasser schwimmen. Jonsch, um die Stimme zu erhalten, musst du die Melodien im Wasser sammeln. Sammle sie und bringe sie zu mir, wenn du fertig bist. Damit beweist du, dass du des Heldenliedes würdig bist. Okay. Aber das machen wir dann erst im nächsten Part. Aber die Musik ist cool. Dann hoffe ich, ihr seid im nächsten Part auch wieder dabei. Wenn's heißt, wir werden ein bisschen Musik in die Sache bringen. Bis dahin oder auch nicht. Bye.